Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Frank. Die hatten wir wirklich noch nicht. Genau. Bezüglich der Undichtigkeit in der Belüftung, Luftverteilung, Verbindungen und Anschlüssen. Hallo Kunische Team, wie kann ich eine Leckage im Belüfterkreislauf feststellen? Es fällt ja nicht wirklich auf, wenn eine Undichtigkeit vorhanden ist. Muss ich das System in regelmäßigen Abständen auf Dichtigkeit prüfen? Was gibt es für einfache Möglichkeiten? Mir ist nur bekannt, die Verbindungsstellen mit Spüliwasser zu besprühen. Mit freundlichen Grüßen von Frank. Ich würde da gar nichts machen, solange da vorne Luft rauskommt, solange da vorne genug Luft rauskommt und solange der messbare Sauerstoff im Wasser auch dann noch ideal ist, wenn er eigentlich im Tagesverlauf am tiefsten sein sollte, dann gibt es überhaupt keinen Grund, da irgendwas zu suchen. Und ich höre es sogar manchmal bei meinen Luftpumpen, gerade im Sommer, wenn es unter meiner Filterabdeckung richtig heiß wird, weil ich Vollidiot habe, die mit Stegdoppelplatten, dass man so einen richtigen Gewächshauseffekt hat, habe ich natürlich absichtlich gemacht, weil ich dadurch ganz viel Wärme auch reingeriege und meine Teiche schneller warm werden. Aber da unten stehen auch die Luftpumpen drin. Aber keine Sorge, ich habe zwei Luftpumpen. Die zweite Garnitur steht außen, die für die Biotürme, nur die für die Teiche stehen da unten drin, weil es schicker aussieht. Und wenn dann im Sommer, wenn es da unten richtig heiß wird und die Belüfterpumpen fast schon am Kochen sind, dann sind die Übergänge da, wo ich den Schlauch da drauf mache und mit Schlauchstellen ab. Das wird dann so warm, dass man da richtig hört, wie es, ist das Deutsch? Pfuscht? Das ist Schwäbisch, gell? Wie die Luft entweicht. Wie sagt man da? Zischt. Ah, wie es zischt, genau. Zischt. Und wie sagt man den Zindelfinger? Pfuscht? Zischt. Zischt. Nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. ja, also da hört man richtig, wie die Luft entweicht, aber solange vorne im Teich ausreichend rauskommt, ist alles gut. Und wenn die Luft, die macht ja weder einen Teich leer, noch passiert sonst irgendwas Blödes, alles gut. Man muss immer den Unterschied zwischen Luft und Wasser ist, Luft ist ein kompressibles Medium, Wasser ist ein inkompressibles Medium, also das funktioniert ganz anders. Auch, und das hatten wir ja in der Vergangenheit immer mal wieder, wenn wir die Empfehlung geben, in normalen Druckleitungen nach der Pumpe bis maximal 1 Meter pro Sekunde zu gehen, weil dann die Reibungsverluste, Druckverluste so nach oben gehen, dass man dann irgendwann mal mehr Energie investiert, um die Reibungswiderstände zu überwinden, als tatsächlich das Wasser zum Fließen zu bringen, dass man wirklich Kreislaufgeschwindigkeit erzeugt. So ist es bei der Luft Faktor 10, also die ganzen Luftplaner, die gehen bis 10 Meter pro Sekunde, was die Luft in den Leitungen fließt. Könnte man, haben wir jetzt noch nie gemacht, könnte man mal anschauen, wenn man eine 200er Highblow hat, wie dick muss der Schlauch? Doch, ich habe es mal gemacht und ich glaube, das, was Sie da anbieten, das reicht dann. Wie schnell muss es tatsächlich fließen? Oder wie dick muss der Schlauch sein, dass die Luft wirklich mit maximal 10 Meter pro Sekunde fließt? Und dann hat man da auch im Prinzip, das ist wie beim Wasser, dann habe ich von dem, was ich an Energie einsetze, das Maximale tatsächlich an eingetragener Luft im Wasser und somit auch das Maximale an eingetragenem Sauerstoff oder ausgetragenem Stickstoff, CO2, sonst irgendwas. Also im Prinzip, wenn Sie an Ihre Schlauchleitung lang und die ist so richtig schön handwarm, dann können Sie richtig schön davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Luft viel zu schnell da drin strömt, dass der Widerstand viel zu hoch ist. So, also, was war eigentlich die Frage? Bezüglich der Undichtigkeit. Die Undichtigkeiten sind gerade scheißegal, wenn da genügend ankommt. Wichtig ist nur, das ist auch so ein Fehler, wenn die Verbindungen so schlecht gesichert sind, dass sie irgendwo auseinanderfliegen können. Das ist natürlich scheiße. Wenn wir jetzt wie früher, das macht Gott sei Dank heute, das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Wo wir angefangen haben mit Koi, da gab es ja diese professionellen oder guten Eintragssysteme für Koi-Teiche eigentlich noch gar nicht. Man hat dann die 12er Verteiler genommen oder 10er oder 6er oder 8er Verteiler und hat dann diese Aquaristik-Luftschläuche drauf gemacht. Und dann hat man so einen ganzen Berg irgendwo in den Teich reingeworfen, also die normalen Luftausströmerkugeln, so ein Quatsch. Ja, dann hat sich das alles so richtig schön verkortelt die ganze Zeit. Diese, was ist das eigentlich, nicht Sand, sondern die Luftkugeln, auch gesindertes Material. Ja, irgendwie zusammengepappt. Die haben dann immer aneinander gerieben. Am Schluss waren die noch so groß wie von Billard früher, wenn man den Köbeter hat. Sind wirklich so da dran um die Ding und dann, größte Scheiße. Biggest shit of all, heute haben wir die Genesis-Ausströmer-Dinger und die sind wirklich geil. Und ja,
Einfach schauen, ob es Sinn macht, was hinten an Luft rauskommt und da man mit ist mal am besten gestellt. Genau. In diesem Sinne. Ciao. Ciao.